1. April 1971. Ein scheinbar friedlicher Morgen im feinen Hamburg-Harvestehude. An diesem Morgen wird Roberto Quintanilla, der Generalkonsul Boliviens, durch drei Schüsse aus einem Colt Cobra 38 Special getötet. Für einen Moment ist Hamburg Schauplatz des bolivianischen Guerillakrieges. Was wissen Sie über die Täterin? Wir haben eine Personenbeschreibung der Täterin vorliegen. Danach handelt es sich um eine etwa 25- bis 30-jährige Frau. Monika Ertel hat Rache geübt an dem Mann, der Che Guevara auf dem Gewissen hat. Roberto Quintanilla. Er hat auch den Nachfolger des Rebellenführers erschießen lassen, Inti Peredo, den Monika Ertel bewunderte und liebte. Eine Revolutionärin aus gutem Haus. Wie wurde aus der schönen und braven Tochter des berühmten Bergsteigers und Kameramanns von Leni Riefenstahl, Hans Ertel, Boliviens Staatsfeindin Nummer 1? Welche Rolle spielte die linke Szene in Hamburg beim Attentat und der Flucht? Warum konnte die Tat nie ganz aufgeklärt werden? Die Spurensuche des Journalisten Jürgen Schreiber wirft ein neues Licht auf die Revolutionären und ihr Umfeld.